Hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Ja, dieses Video ist speziell für diejenigen von euch, die schneller ans Ziel kommen wollen. Vielleicht ist es bei euch auch so, die Zeit rennt irgendwie, ein Tag ist gar nicht mehr so lang wie früher. Und ich habe doch diese Umfrage reingestellt, wie in Ordnung sich jeder Einzelne fühlt. Und 27 Leute haben bis jetzt geantwortet und es sind 17, die sagen, nein, ich bin nicht 100% in Ordnung aus meiner eigenen Sicht. Und das ist eine Annahme, die genau der Grund und die Ursache dafür ist, dass die Dinge, die du dir wünschst, sei es Gesundheit, sei es Partnerschaft, sei es Beruf, sei es Glück, sei es Freude, sei es Geld, was auch immer, dass diese Sachen nicht so zu dir kommen, wie du dir das vorstellst, dass du die Arbeit machst von Dr. Joe Dispenza, dass du täglich meditierst und so weiter und so fort, aber du kommst nicht vorwärts. Und das ist einer von diesen krassen Gründen, warum es stockt und nicht weitergeht. Du musst lernen, 100% mit dir selbst in Ordnung zu sein und kein einziges bisschen schlecht oder zu kritisieren an dir finden. Du musst absolut in Ordnung mit dir sein, mit dir, mit deiner Vergangenheit, mit allem, damit du in die Zukunft gehen kannst. Und das ist so, so wichtig, weil daran, an dieser Vorstellung, da hängen ganz, ganz viele andere Vorstellungen, andere Programme, andere Dinge, die du glaubst oder die du angenommen hast aus deiner Sozialisation oder auch aus deiner eigenen Erfahrung, wo du dir Regeln zusammengestellt hast. Und irgendwie hast du dir dann einfach mal dieses Urteil gebildet, dass irgendetwas mit dir nicht 100% in Ordnung ist. Und dieses Urteil muss weg, weil solange du dieses Urteil mit dir rumträgst, solange du diesen Glauben mit dir rumträgst, kann eben nicht hundertprozentig das zu dir kommen, was du dir wünschst für dein Leben, weil du hast es ja nicht verdient, weil irgendetwas ist ja nicht in Ordnung, irgendwo gibt es einen Fehler, irgendwo ist irgendetwas, was das Ganze abhält, was das Ganze hemmt. Und es gibt, ja, das kann man mit diesen Meditationen und mit der Arbeit von Dr. Joe Dispenza, kann man das natürlich langsam, aber sicher reinigen, bereinigen und sich zu diesem Punkt hinbringen, wo man dann einfach auch in den Fluss kommt, wo man wirklich weiß, wer man ist hundertprozentig und sich dann mit dieser Frequenz der höchsten Emotionen und der höchsten Kraft, der Herzfrequenz, der Liebe, das sind all diese Dinge, wo Dr. Joe Dispenza uns in seinen Meditationen hinführt, insbesondere ganz intensiv in den Week-Long Retreats, also die eine Woche lang gehen. Aber viele von euch können das eben nicht machen, dorthin gehen eine Woche lang, möchten aber trotzdem sich einfach beschleunigen. Und auch diesen Progressive Workshop zu machen, das ist eine super coole Sache. Nur dieser Progressive Workshop, wann ist der aufgenommen worden, wann ist der übersetzt worden, wann war das, oder? Und ich habe den Progressive Workshop selber vor 4 Jahren gemacht und das ist der gleiche, den ihr hier jetzt online habt. Und seitdem hat Dr. Joe Dispenza so viele neue Sachen gemacht und entwickelt. Und jedes Jahr trifft er seine Leute und mit den neuen Studenten trifft er sich in Costa Rica und versucht neue Sachen, probiert sie aus. Genauso wie jetzt das mit den Boxen, wo ich euch erzählt habe. Und ich will euch einfach helfen, dass ihr diese ganzen alten Sachen aufarbeitet, wobei eigentlich eure Energie in die neuen Sachen, in die neuen Erkenntnisse, in die neuen Meditationen gesteckt werden sollten, die zum großen Teil eben leider noch nicht übersetzt sind und auf Deutsch noch nicht zur Verfügung sind. Und hier will ich euch eine Abkürzung bieten und euch unterstützen, da neu in die neuen Sachen, in die neuen Entwicklungen mit reinzukommen, auch wenn ihr eben das auf Deutsch euch nicht abholen könnt und auf Englisch vielleicht euch nicht sicher genug fühlt. Und deswegen werde ich am Montag ein Gruppentraining launchen für den nächsten Monat, wo alle die sagen, ja, ich will da jetzt schneller vorwärts machen, ich will da reinkommen, ich will meine Zeit möglichst gut einteilen und ich will wissen, worauf es drauf ankommt und ich möchte nicht mehr diese Try and Error, also dieses viel versuchen und dann schauen, was funktioniert. Ich möchte wissen,
was sind die Sachen, worauf ich mich konzentrieren muss. Ich möchte wissen, worum geht es eigentlich, was braucht es von mir, wie kann ich diese Transformation anschieben, sodass ich wirklich in dieses Feld reinkomme. Was kann ich noch besser machen, damit ich mit dieser Kraft des Feldes, in dieser Frequenz des Feldes mein Leben kreieren kann, so wie ich es möchte und eben in die Zukunft gehen kann. Und wie kann ich, was sind die Tricks und Tipps, dass ich meine Vergangenheit einfach außen vor lasse und wirklich in eine neue Zukunft gehe. Und es geht wirklich so viel darum, aus diesen Meditationen, die er mit uns macht, dann merkst du irgendwann mal, wie du innerlich transformierst auf einer innerlichen Ebene, wie du etwas Neues wirst in dir und wie du dadurch, dass du dieses Neue in dir, in deinem Herzen kultivierst, dein neues Wesen, dein neues Sein, deine neue Persönlichkeit, dadurch als anderer Mensch durch die Gegend schreitest, durch dein Leben schreitest und eben andere Dinge anziehst und diese Dinge, die du nicht mehr willst, sei es Krankheit, sei es sonstige Sorgen, Kummer, einfach hinter dir lässt. Und zum Beispiel eine von meinen Coaching-Kunden, die hat mir jetzt erzählt, ihre Hormone haben sich einfach wieder von selbst normalisiert, obwohl sie gemeint hat, sie sei schon in der Menopause, obwohl sie eigentlich das Alter noch nicht hatte. Mit dieser richtigen Arbeit geht alles. Nicht nur meine Hüfte, Hüftarthrose, Gelenkabnutzung, endlose Schmerzen. Wie kann es sein, dass das weggeht? Weil ich ein neuer Mensch geworden bin. Und in diesem neuen Gruppenprogramm will ich euch helfen, das schneller hinzukriegen. Ich habe 2 Jahre gebraucht und manchmal braucht es auch die Zeit, aber ich weiß ganz genau, wenn mir jemand gesagt hätte, wenn mich jemand an der Hand genommen hätte mit dem ganz gleichen Glauben, den ich alleine vertreten musste und mich unterstützt hätte, wäre ich so viel schneller vorangekommen. Es ist, wie es ist, deswegen ist es meine Berufung, denen zu helfen, die sagen, ja, nimm mich an die Hand, ich möchte schneller sein, ich weiß es, ich habe die Bücher gelesen von Dr. Joe Dispenza, er hat bewiesen, dass alles möglich ist und es ist für jeden möglich. Ich will eine davon sein, die nicht mehr so lange rumkorkst und macht und tut, sondern ich will schneller sein und schneller vorwärts gehen. Ich poste das Angebot, es ist super günstig, es kostet etwas, weil ich will, dass nur Leute dabei sind, die es ernst meinen und dass nur Leute dabei sind, die einfach sagen, ja, ich gebe mich rein, ich möchte wirklich was erreichen. So, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich zeige euch noch ein bisschen mehr Sonne hier. Sonne in euer Herzen. Sonne, unendliche Energie, höchste Frequenz für euch, die ihr vielleicht ein bisschen im Nebel sitzt. Also, freut euch drauf. Ich poste demnächst. Ciao, eure Patricia.